Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ASA. Ja, ich habe versucht, wirklich lange, stundenlang, Baryonyx zu finden. Es ist nicht ein einziger auf der Map. Ich war so ziemlich überall in der blauen Zone. Ich habe, als ich da war, Tiere getötet, um andere nachspawnen zu lassen. Ich habe, als ich da war, Destroy Wild Dinos eingegeben, um den Respawn zu verbessern. Ich habe die Zone verlassen. Ich habe nochmal Destroy Wild Dinos eingegeben. Nichts. Ich habe das Spiel neu gestartet. Keine Chance. Es ist nicht ein einziger Baryonyx auf dieser Map, als hätte es sie hier nie gegeben. Und logischerweise können wir aus diesem Grund auch keine Baryonyx zähmen und züchten und mit Trades rumspielen, zumindest nicht, was die angeht. Und logischerweise können wir dann auch kein Baryonyx mit in die Unterwasserhöhle nehmen. Ganz einfach. Deswegen mache ich mich jetzt, wie ich es ehrlich gesagt ja schon immer mache, na, ich mache das eigentlich nicht mit dem Baryonyx, ich weiß nur, dass es damit sehr gut gehen soll, mache ich mich jetzt eben mit dem Rockdrake auf den Weg in die Region, wo diese großen, ja früher waren sie mal rosa, diese rosa Kristalle sind, wo es so viel Wasser gibt. Das konnte man früher schon von sehr weit sehen, weil es eben wie gesagt rosa ist. Jetzt kann man das nicht mehr so gut sehen, weil die jetzt weiß sind. Und diese große Seenlandschaft, die es da gibt, weil dort befindet sich nämlich der Zugang zu dieser Höhle. Ich muss mal kurz auf die... Ja, normalerweise, also man konnte den früher ganz, ganz super toll sehen. Okay, wir müssen hier deutlich weiter runter. War überhaupt gar kein Thema, aber jetzt ist es halt echt schwierig, weil sie eben das Rosa da rausgenommen haben. Und jetzt sehe ich es halt nicht mehr. Nee, jetzt sind wir zu weit unten. Nee, wir müssen irgendwie hier hinten rum. Ja, genau, also wir werden das jetzt halt mit dem Rocktrack machen, so wie ich es immer gemacht habe. Der schwimmt ja jetzt auch nicht so total schlecht, der ist halt nur ein bisschen groß. Also der ist halt so groß, dass er nicht überall durchpasst. Aus dem Grund habe ich mir jetzt außerdem auch nochmal einen kleinen Ravager mitgenommen. Jetzt sind wir doch schon wieder in der falschen Richtung unterwegs, oder? Obwohl es geht. Wir müssen hier erstmal irgendwie irgendwo rum, so. Und dann in die Richtung. Ups, not enough Stamina. Na gut, dann wrecken wir die erstmal. Ja, wie gesagt, das ist zumindest der Plan von heute, die letzte Höhle zu machen, das Artefakt da rauszuholen. Und dann bliebe, wie gesagt, wir wollten noch einen Reaper zähmen oder uns beziehungsweise von dem befruchten lassen, damit man das mal gesehen hat und damit der auch zu den gezähmten Kreaturen für mich zählt. Und definitiv natürlich der Bossfight. Was haben wir jetzt eigentlich hier? 50-50 Tag und Nacht. Ja, ich nehme halt alles mehr oder weniger hintereinander auf, auch wenn ich da riesen Lücken drin habe. Aber ich spiele ja zwischendrin nicht, deswegen vergeht ja auch einfach die Zeit nicht. Und zwischendrin brauche ich natürlich nochmal irgendwie eine gute Pumpgun oder gerne auch zwei. Also wir haben ja auch schon eine Primitive gefunden, die ist ja auch schon erstmal okay. Ah, ist es da hinten? Diese großen Kristalle? Maybe. Ich hätte aber gedacht, es ist irgendwo hier so. Ah, da sind sie doch. Okay. Naja, und ja, letzten Endes müssen wir natürlich noch den Rockwell besiegen. Ich hätte gesagt, es sind ungefähr noch 3 Wochen bis. Ah, wir müssen unser. Ist unser Licht hier nicht an? Na, scheinbar ist es ein Explorano. Warum ist denn unser Tier nicht an? Mach doch mal dein Licht an, du Blödvieh. So. Völlig aus dem Konzept gebracht. Hier ist ein Explorer-Not, ein Rockwell, wenn ich mich nicht irre. I have traveled the world and created countless scientific marvels. But never before have I seen a sight so beautiful. Ja, schön ist es da, dann natürlich nicht ganz unrecht. The Edmundium is even more enchanting. So, an irgendeiner dieser Felsenarten kann man nämlich unten dann schon das Loch erkennen, wo es in die Höhle reingeht. Das ist also eine deutliche, da drüben, das da scheint es zu sein, genau hier, da, ne, jetzt wo der Kopf ist, da geht es runter. Ich habe definitiv auch einen Scooby dabei und wir haben noch die Taucherbrille auf. Irgendeiner hat die Level. This majestic metal and I. More data, Rockwell, you need more data. You are so very close. Ah, schade, dass er unter Wasser seinen Swoop nicht machen kann.
Naja, dann halt nicht. So, wir müssen hier einmal runter und ein kleines Stück wieder hoch und dann kommt man an so eine Fläche, wo da geht es dann, glaube ich, auch nochmal. Oh, das ist schön, dass wir hier gut gucken können. Geht es dann, glaube ich, auch nochmal ein Stück weiter runter. Also ist auch ja, so ein Absatz, den man runter muss. Da kommt man halt deswegen auch mit dem Rocktrack wieder sehr, sehr gut hoch. Mit einem Ravager oder einem Baryonyx alleine wäre das nämlich gar nicht zu schaffen. Und da gibt es auch nochmal einen Teich. Ich habe fast, also ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, ob dieser Teich nochmal irgendwie ein zweiter Zugang ist oder irgendwie sowas. Aber wir nehmen mal die Leertaste zu Hilfe. Na komm, geh mal an die Oberfläche. So, und dann müssen wir genau da drüben raus. Hoppala. Ne, nicht unter der Decke kleben. Ich kann nichts sehen. Könntest du mal mit dem Gekletter aufhören? Merci beaucoup. Müssen wir dich hier schon einfrieren? Es sieht ja fast so aus. Ach. Mach doch mal, geh doch mal. Ne, der passt hier nicht durch das Loch. Okay, dann halt nicht. Früher hat er hier durch das Loch gepasst. Das war gar kein Thema. Aber bitte, wenn du nicht willst, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Dann schmeiße ich hier eben den hier raus. Da kommt sowieso gleich so ein Tunnel und da gab es einen relativ schmalen Zugang. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob der das überhaupt schaffen würde dadurch. Also hat es zumindest früher nicht geschafft, aber früher ist er ja dafür hier durchgekommen. Und wenn er das jetzt hier nicht schafft, dann schafft er das andere ja vielleicht auch nicht. So, einmal drauf. Na, hier ist dieser Absatz, da muss man dann halt runter und da kommt man halt, wie gesagt, nur mit dem Rocktrick so richtig gut wieder hoch. Klar, man kann jetzt natürlich auch die super kleine Spinne dafür nehmen, das geht auf jeden Fall auch. Ah, jetzt wird es auch ein bisschen heller. Und hier unten ist eben nochmal ein Wasserbecken, aber ich meine, boah, die sind ja fast aus wie schwarze Kristalle. Ich muss mal ganz kurz hier draufhauen. Sind die blau? Ja, die sind blau. Okay, weil sie so schön schwarz aussehen. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie ein geheimer Zugang ist, aber vielleicht täusche ich mich auch und man kommt hier so richtig super easy peasy zum Artefakt. Doch, Artefakt wollen wir. Aber ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall gab es hier immer so diesen Tunnel. In dem Tunnel sind, also so grundsätzlich sind hier so Spinnen, Skorpione, Arthropleura, Fledermäuse, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube schon. Zumindest auf dem Landteil, aber es gibt halt auch einen großen Wasserteil, in dem befinden sich Elektrophorus, Quallen, Karkinos, Baryonyx, also das ganze eklige Kropfzeug, was man nicht haben will. Und deswegen ist die halt, wie ich finde, die gefährlichste aller Höhlen. Ne? Erstmal unter Wasser ist man ja nicht besonders schnell und man muss immer an seinen Sauerstoff denken. Wenn das Scuba kaputt ist, ist das Scuba kaputt. Und gut, dass ich mich selbst daran erinnere. Wir wollen das natürlich nicht die ganze Zeit aufhaben, weil das verbraucht sich ja auch. Ja, ansonsten loot-technisch, keine Ahnung. Ich habe immer versucht, hier möglichst flott durchzukommen, wobei man muss sich echt Zeit lassen. Also, ach, jetzt habe ich mein gutes Gewehr dabei. Das ist gar nicht so schön. Wenn ich das verliere. Andererseits, wir zählen ja auch nichts mehr. So gesehen ist es auch wieder egal. So. Man kam hier auf jeden Fall in so eine sehr, sehr große Höhle, wo relativ weit gegenüber eine ganz tolle Fläche ist. Ich meine, da gab es auch einen Explorer-Node. Und da gab es vielleicht auch mal einen Loot. Das sieht wirklich traumhaft schön aus. Wir selber müssen dann ein ganzes Stück weiter nach unten, kurz über dem Wasserspiegel, seht ihr gleich. Gibt es nämlich nochmal einen anderen Eingang. Und da fängt die eigentliche Höhle an. Weil bis hierher ist ja eher ein Kinderspiel gewesen. Ne? Aber so sieht das Ganze hier aus. Bin überrascht, dass es so dunkel ist. Eigentlich, jetzt wird es langsam ein bisschen heller. Das sieht so schön aus. Wir müssen im Prinzip genau hier unter uns. Was ist das? Das ist ein Elektrophorus. Also genau hier unter uns, da ist halt was. Da müssen wir hin. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendwie, ob es eine Möglichkeit gab, hier rumzugehen, um eventuell da an dieses Explorer-Node, wenn ich mich nicht irre, ranzukommen. Mal abgesehen davon, dass es eben auch wirklich echt schön ist. So, die Tiere haben hier, glaube ich, keine höheren Level gehabt, so wie in allen anderen Höhlen auch. Das macht es jetzt also nicht unbedingt schwieriger. Es sind halt nur sehr viele Tiere dabei, die einen irgendwie so stunnen können oder betäuben können oder einschläfern.
Das ist halt ein bisschen kompliziert dann. Ja, krass, dass es hier so dunkel ist. Also sonst war die immer ganz, ganz hell. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur ein bisschen näher rangehen. Ich weiß auch nicht mehr, ob man hier irgendwie rum und hochlaufen konnte. Ich glaube eigentlich fast nicht. Ich glaube, wir müssen dann wahrscheinlich wieder den Rockdroik auspacken, aber es ist ja kein Problem. Ich warte einfach noch, bis die Zeit dafür abgelaufen ist, na, dass ich den wieder auspacken kann. Den einen raus, den anderen rein. Nee, man kam nicht weiter. Na ja, gut, wir könnten versuchen, da hoch zu hüpfen. Ups. Also mit dem Rocktrick ist natürlich auch kein Problem. Der fliegt ja auch einfach rüber. Nee, nee, man kommt da nicht weiter. Aber es ist wirklich schön. Wir gucken uns das gleich an. Wir sind ja nur noch 35 Sekunden. Dann können wir den wieder auspacken. Vielleicht kann man von hier ja schon mal das Loch sehen, wo wir eigentlich rein müssen. Ja, vielleicht da drüben. Nee, da. Da ist das, wo wir eigentlich hin müssen. Da ist auch wieder Wasser. Und ja, da startet die eigentliche Höhle. Aber hier oben, ach, das ist halt wirklich so super schön. Und deswegen versuchen wir jetzt eben auch mal, den Rocktrack gleich rauszuwerfen. Na, warten wir noch kurz die 5 Sekunden, weil manchmal, ich weiß nicht wieso, also früher bei ASE war das so, dass man, wenn man zum Beispiel gerannt ist, ich weiß nicht, ob die dann mal gestolpert ist oder sonst was. Aber es ist ab und zu mal passiert, dass man, ohne dass man klickt, den Rocktrack rausgeschmissen hat. Also man wollte das nicht, aber man hat ihn trotzdem rausgeschmissen. Das fand ich immer so ein bisschen scheiße. Hast du zufällig ein bisschen Schlangengift oder so eingesammelt? Nee, hast du nicht. So, Freundel. Drehen wir uns doch einfach mal um. Und versuchen mal da hoch. Wie gesagt, ich glaube, es gab hier einen Explorer-Not. Und ab und zu halt mal ein Loot. Aber vor allem ist es einfach nur sauschön. Also hier würde ich ja glatt wohnen, wenn es nicht so gefährlich wäre. Da oben ist eine Schlange. Super schön, oder? Aberrand Elektrophorus. Aha, interessant. Aber er tut mir nichts. Ja. Ja. Das ist doch schon wirklich ganz toll hier. Ups. Komisch. Ich dachte, hier wäre eins, aber scheinbar ist es doch nicht da. Ah ja, egal. So, wir gehen mal wieder da vorne an den Rand. Passt sie hier durch? Ah ja, klar. Klettern wir da eben rüber. Die Schlange hier oben ist auch cool. Ja, also wie ihr seht, schön ist es. Wirklich, wirklich, wirklich super schön. Skorpione, Schnecke, alles da, was das Herz begehrt. Ja, da kann ja mal ein bisschen Fleisch einsammeln. Und ihr seht, Level 40, Level 60, wir hatten auch schon 80 und 20. Also ganz normale Level. Ganz, ganz normal. Nichts Schlimmes. Nur die Tiere an sich, die Art der Tiere, die ist halt das, was so schlimm ist. Okay. Es ist fast ein bisschen zu klein für ihn hier zum Fliegen. Wie bunt das auch alles ist. Es ist wirklich traumhaft. Es kann sein, dass der Teich, den wir vorhin gesehen haben, und dieser Teich hier irgendwie eine Connecte haben. Eventuell. Weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht so genau. Und hier fing es meistens schon an. Ne? Hier gab es dann schon so die ersten Elektrophoros und Quallen vor allem und so. Und weil hier einfach alles leuchtet, ist das so schwer zu erkennen, welches davon ein Tier ist und welches nicht. Da unten ist zum Beispiel eine Qualle. Und das wäre natürlich super, wenn man die vorher ausschaltet. Das ist natürlich die Frage, sind hier noch mehr? Aber das da drüben, das ist verdächtig, verdächtig hell. Ne? Irgendwie. Aber ja, kommt nichts. Also da ist ein Angler. Okay, deswegen ist es so hell. Das ist ein Anglerfisch. So,
Die Tunnel hier waren eigentlich von der Größe so okay. Also ist der hier überall ganz gut durchgekommen. Ich setze mir mal das auf. Obwohl, die brauche ich eigentlich am wenigsten, aber egal. So. Wir müssen mal irgendwie wirklich in die Ego-Perspektive. Man sieht halt einfach nichts, ne? Man sieht nichts. Und deswegen ist es halt schwierig mit dem Kerl hier. Ja. Yes. Oh, er trägt Blüten. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir müssen mal gucken, dass wir hier die Elektros erwischen. Ja. Ein paar haben wir. Ich glaube nämlich, hier passt der nämlich auch nicht durch, ne? Ja, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Noch ein Elektrophorus. Sehr schön. Ah, da ist eine Karkinos. Und ein Seeker. Komm, ah, du passt durch. Yes, oder? Komm, fehlt ja nicht mehr viel. Das ist wahrscheinlich eher der Baum, der hier im Weg ist. Noch ein Elektrophorus. Oder so Kristalle oder irgend sowas. Irgendwas ist doch hier im Weg. Okay. Es war auf jeden Fall immer eher so eine etwas schwierigere Passage. Da drüben. Ach nee, das ist auch Wasser. Ich dachte schon, da liegen die Elektrophoren schon an Land. Ich glaube, das war einer von zwei größeren Tunneln, durch die man muss. Und die deswegen ein bisschen gefährlicher waren. Es gab hier auch diesen ganz coolen Rundumweg, aber da ist dann der Rockdreck auch wieder zu groß für. Ja, deswegen, der ist eigentlich semi-gut geeignet. Der kann halt alles ganz gut, aber der ist einfach zu fett. Einfach zu fett. Wir müssen mal ganz kurz hier das Licht ausmachen. Das dauert ja sonst ja Tausende. Na komm. So, ich meine, es ist aber trotzdem sinnvoll, hier sein Leuchtetier genau dabei zu haben, denn sonst kommen nämlich diese Gestalten. So, genau, man konnte dann hier irgendwie so rum und rüber und hoch und so. Ach, ist das schön. Es ist wirklich, wirklich eine wunderschöne Höhle. Oh, Lampreys. Die sind wie Blutegel im Prinzip. Kann man mal hier vielleicht ein schönes Bild machen? Oh, mit der Tatze da oben drauf sieht aber auch gut aus. Okay, nichtsdestotrotz, wir müssen ja dann doch irgendwie weiter. Genau, hier war die andere Passage. Es geht aber irgendwie auch oben durch so ein kleines Loch. Da kommt der hier nur halt wieder nicht durch. Können wir natürlich trotzdem mal gucken. Ich glaube, hier passte er aber durch, oder? Da haben wir noch irgendwas. Irgendwas bekämpfen wir doch da unten. Aber was? Wahrscheinlich ein Anglerfisch oder irgendwie sowas. Die sind aber ein bisschen hart im Nehmen. Ja. Aber Randanglerfisch. Also man kann jetzt hier natürlich immer mal reinspringen, immer mal gucken, ob hier was ist. Wie du hier zum Beispiel. Oh nee! Oder du! Ich sage, die sind so dermaßen unsichtbar. Es gibt davon viel zu viele. Ist das jetzt die, die ich bekomme? Nee, das ist ja definitiv eine andere. Es leuchtet einfach so dermaßen krass hier überall. Hm. Hier war doch gerade eben noch eine. Ah, okay. Wup, 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 wup. Schnell drauf. Das Gute ist, die Elektrophoros, inzwischen ist es ja nicht mehr so, dass die einen sofort vom Tier absetzen und stunnen. Das war ja früher so. Das war Horror.
Also sobald die einen erwischt haben, ist man von seinem Tier runter, weil das Tier sofort betäubt war. Also nicht so betäubungsmäßig betäubt, aber schon betäubt. Und wir haben sogar schwarze Perlen gekriegt. Ich muss mal ein bisschen aufräumen, das ist ganz schön schwer. Ja, das war deswegen natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die ja in der Regel auch in der Gruppe sind. Das heißt, da kam ja nicht einer und hat einen betäubt, sondern da kamen dann ja gleich irgendwie, was weiß ich, wie viele. Oh, Sarko-Haut wollte ich gar nicht wegwerfen. Egal. So, okay. So, den Kram packen wir auch mal weg. Alles klar. Hier noch eins auf Leben, da hast du jetzt 10.000. Das ist doch super. Ja, genau, das war halt immer so sehr schwierig und haben sie aber inzwischen ja geändert. Das ist nicht mehr ganz so horrormäßig, wie das mal war. Weil das war echt... Puh. Das war echt schwierig, ne? Weil sobald du wieder auf dein Tier aufsitzen konntest, da kam halt schon der Nächste und hat dich gestunt. Und der Nächste und hat dich gestunt. Und der Nächste. Und die haben einfach... Oh, ein Sarko. Die haben einfach alles platt gemacht. Da hat's keine Chance. Du kamst einfach nicht dagegen an. Wegen so einem dämlichen Anglerfisch. Dann konnten die ja noch nicht mal irgendwas Tolles. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es die ultimative Zähmmaschine war oder so, ne? Also die waren halt einfach nur ätzend. Ja, wieso ist das Sarko immer noch nicht tot? Na, okay, jetzt haben wir ihn. Weil wir schwimmen schon wieder zurück, wir waren ja nach vorne. So. Den haben wir zum Beispiel erwischt, bevor der uns richtig was anhaben konnte. Da hinten ist irgendwie hell, aber es könnte auch ein Trugschluss sein. Ein Parkenos. Geh da weg. Ah, ich glaube, wir sind hier in dem Raum, wo das Artefakt ist. Wer strömert mich denn hier? Ström. Wir müssen ja durch den Spaß auch wieder zurück. Oh, die Metro dann mit Baby. Schön. So. Komm, ich nehme mal zuerst. Du bist nämlich ätzend. Sehr gut. Okay, ich ziehe mir erstmal kurz wieder meinen anderen Kram an. Und ich glaube, ja genau hier über uns ist das Artefakt. Also wir natürlich hier erst noch mal ein bisschen aufräumen. Ah, da pulsiert es. Sehr gut. Ging doch relativ flott eigentlich. Aber ja, es ist halt nicht so ganz ohne hier. Es ist halt einfach für den Rocktrack zu eng. Der schwimmt ja eigentlich auch ganz gut. Na, kommst du weiter? Ah, nee. Muss ich umsatteln? Muss ich zu Fuß gehen? Oh, guckt euch das an. Kupferfarbene, was sind das hier? Kristalle oder was das sein soll? Schon cool. Sind wir jetzt irgendwie dran vorbeigelaufen? An dem Zugang? Ne, da kommt noch. Ich meine, wir können auch kurz das Klettern anmachen. Dann klettern wir eben seitlich dran vorbei. Komm, hopp, Schritt hoch. So ist fein. Okay, da ist es. Wir haben es. Wunderschön. Wir legen mal kurz die Armbrust weg. Ha, das Artifact of the Shadow, also das der Schatten. Okay, das letzte, dritte Artefakt, das wir suchen mussten, wir haben es gefunden. Ja, wie gesagt, ich finde persönlich, es ist mit die schwierigste von allen Höhlen, weil eben diese ganzen Stromtiere hier unterwegs sind, dieses ganze Betäubungszeug. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und weil das Ganze dann auch noch mit viel Wasser verbunden ist. Genau, hier oben gibt es nämlich auch einen Weg durch, aber da, ja, da muss man dann halt... klein sein, ne? Da oben durch die Lücke, da kommt man durch in diesen anderen Raum, in dem wir zuerst, also in dem wir davor waren, ohne dass man diese Wasserpassage hier machen müsste. Ja, aber so ist es jetzt nun mal. Okay, wir setzen uns das wird. Nee, alles falsch. So. Okay, wir setzen uns das wieder auf. Wir gehen hier wieder rein.
müssten wir ja eigentlich das meiste getötet haben, oder? Ja, nicht alles, sicherlich. Von, das ist dann wieder die Krux an der Sache. Wir kamen von da, okay. Ah, schwierig. Ein Lachs. Au. Ach, fuck. Komm, schwimmi machen. Der kommt schon, wenn er fertig ist mit Kämpfen. Wow, das ist ja mal echt ein großer Aal. Komm, ich sehe dich doch schon. Komm. Jawohl. Okay. Armes kleines Tier. So. Die dummen Stromfische. Naja, ach guck, ein Sarko, ein weiteres. Das nehmen wir doch einfach mal mit. So, aus Frust. Frosch. Wahrscheinlich ist jetzt die blaue Zone komplett voll mit Baryonyxen. Aber ja, dann ist das halt so. Was war das hier? Ach, Frosch, okay. Das ist bestimmt der andere auch gleich. Ja, hab ich mir schon gedacht. Oh, wir müssen den hier nochmal leer machen. Der ist total überladen. Den Seeker nehmen wir auch noch mit. Nameless. Ach, wir haben schon wieder kein Licht an. Okay, ich verstehe. Ja, unser kleines Federtier ist natürlich noch nicht so gut mit seiner Kapazität. Man kann auch nicht so lange Licht machen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wo kommt denn der jetzt her? Wo kam denn der Strom jetzt her? Wir kriegen einfach kein Nameless Venom. Was? Ne, da kommt noch einer. Na, die hören ja irgendwann auch mal auf zu spawnen. Also da kommen nicht unendlich viele. Irgendwann gibt es keine mehr. Aber solange unser Charge-Tier halt noch nicht aufgeladen ist. Hast du mal irgendwie Nameless Venom eingesammelt? Nee, hast du nicht. Prime. Raus mit dem Kack. Hier so viel brauchst du auch nicht. Und das auch nicht. Das ist immer so schwer. So. Okay, schon besser. Bup. Fein. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg wieder nach draußen. Ich hoffe, hier ist nicht ganz so viel Zeug nachgespawnt. Sehr gut, dass wir den gleich am Anfang erwischen. Aber wie ging es hier nochmal rein? Haben es doch vorhin irgendwie geschafft. Level 20 vor allem. Jawohl, wir sind wieder draußen. Jetzt ist alles andere ja ein Kinderspiel. Wir müssen jetzt hier nur noch hier hochklettern an der Seite. Nehmen wir das Klettern mal gleich an. Und dann einmal rausmarschieren. Und dann nochmal hochklettern. Und dann wieder hochschwimmen. Ja, und wir haben es dann gepackt. So, das war doch hier, ne? So, haben wir es endlich. Es ist wirklich ein Kraus. So, ich drücke jetzt nur noch auf die Leertaste, da geht es ein bisschen schneller mit dem nach oben gehen. Theoretisch könnten uns jetzt hier natürlich auch haufenweise blöde Viecher begegnen. So richtig gemein ist es, wenn man hier runtertaucht, am unteren Ende sitzt erstmal eine richtig schöne fette Kakenoss. Das ist immer so, so richtig ätzend. Bist du? Du bist ein Sarko. That's okay. Base ist in die Richtung, wie es scheint. Guck an. Was sehen meine Augen? Einen Baryonyx. Wer hätte das gedacht? Ist das hier ein Spinnenfaden? Ich glaube ja.
Hier, diese Strippe, die von oben runterkommt. Das hier, oder? Ja, Tatsache, der baumelt eine... Oh, ist das süß. Es ist so klasse, dass das geht. Das finde ich richtig gut. Das sieht man gar nicht so häufig. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich überhaupt sehe, dass hier so eine Spinne an ihrem Faden runterbaumelt. Ich finde es richtig gut. So, wir können ja spaßenshalber mal jetzt nicht gucken. Nein, jetzt nicht gucken, weil wir direkt verfolgt werden von einer Krakenos. Spaßenshalber mal gucken, wie viele Baryonyx jetzt da sind. Wie gesagt, also ich habe gestern bestimmt mindestens 2 Stunden hier verbracht. Und habe die gesucht und habe andere Gegner besiegt und habe mit Destroy Wild Dinos, wie gesagt, einmal in der blauen Zone, einmal außerhalb der blauen Zone. Es war nichts zu machen. Gucken wir doch mal. Baryonyx, 10 Stück. Klasse. Guckt euch das an. Jetzt sind es auf einmal alle da. Gut, aber ihr seht ja, die sind alle Level 5, Level 20. Der höchste hier hat Level 90. Das wäre sowieso nichts gewesen, aber ja. War ja klar. Also ist es ja meistens. Okay, gut. Ich werde mich jetzt hier auf den Rückweg begeben. Und, was wollt ihr denn alle von mir? Ich brauche einfach jetzt nur noch echt guten Loot. Das heißt, so eine moderne Shotgun, das wäre super. Ich werde tatsächlich, ich muss mal gucken, ob man mit einem Grinder, kann man da auch... ich weiß es halt nicht so genau. Wir brauchen die Pilzsuppe, um gegen den Rockwell zu kämpfen. Und für die Pilzsuppe braucht man logischerweise Pilze. Oder was braucht man denn da? Na, irgendwas, was ist auf jeden Fall... Nee, Kaktus. Genau, Kaktus-Sepp war das. Ich sage immer Pilzsuppe, aber es ist Kaktussuppe, die man braucht. Und dafür braucht man, Kaktus... Was ist das? Kaktus-Sepp oder? Nee, Kaktus-Fleisch. Kaktus-Fruchtzeug eben. Und ich muss mal gucken, ob der Grinder das theoretisch herstellen kann. Ansonsten, und das ist wahrscheinlich einfacher und geht deutlich schneller, würde ich mir einfach von Scorched Earth welchen holen. Ich glaube, man braucht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich würde mal irgendwie so 10 Stück oder sowas machen. Ja, vielleicht auch 20, um ganz sicher zu gehen. Aber ich denke, das sollte eigentlich reichen. Ansonsten Ghillie Suit als erstes Mal, ne, in der Hoffnung, man sieht mich nicht. Aber wenn der irgendwie kaputt geht, weil ich von diesen blöden Bällen getroffen werde, brauche ich halt vor allem gute Rüstung. Und ansonsten halt eine gute Shotgun, besser 2. Wer weiß, vielleicht geht die ja irgendwie kaputt in der Zeit. Und tonnenweise Munition. Und ansonsten gehen wir da halt komplett ohne Tiere rein. Also nicht mal mit dem Schulterpad oder so. Mit gar nichts. Und das hat beim letzten Mal, da war es allerdings nur Gamma, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Muss ich wirklich sagen, es war noch nie so einfach. Das Einzige, was dann wirklich nur noch, wo man echt aufpassen musste, das waren diese blöden Leuchtekugeln. Und auch die habe ich dann halt festgestellt, zumindest bei Gamma war das so, dass die irgendwie nur alle 2 Runden einmal am Anfang gespawnt sind und danach auch nicht mehr. Das heißt, wenn man die bis dahin ausgeschaltet hatte, also man bleibt theoretisch am Körper stehen, wartet, bis die gespawnt sind oder läuft mal ein paar Meter in eine Richtung, damit die auch alle in einer schönen geraden Linie hinter einem her fliegen, dann ballert man die einmal ab und dann hat man Ruhe. Und dann muss man eben nur aufpassen, dass während man auf die Tentakel schießt, man nicht aus Versehen irgendwie einen Nameless oder einen Reaper erwischt. Und ja, ansonsten muss ich sagen, das war eigentlich ziemlich entspannt. Kann ja sein, dass da mehr Bälle und dass die schneller sind oder so, wenn man das Ganze auf Alpha macht. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich muss sagen, das war echt eine richtig, richtig gute Variante, das so zu machen. Oh, wir haben ja immer noch unseren Gillian. So, zack, zack. Zack. Okay. Dann werden wir jetzt mal dieses Artefakt hier nochmal aufstellen und gucken uns das mal an. Packen wir nochmal schnell das Zeug in den Fabrikadinski. Zack, 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 zack. All diese wunderschönen Dinge, die man hier vielleicht irgendwann mal braucht oder auch nicht. Okay. Das Scuba kann hier wieder rein. Waffen können hier wieder rein. Gut, dann kommt unser Artefakt da oben gleich hin. Ich packe hier noch die Sarkohaut weg. Zack. Und jetzt haben wir eins aus der grünen Zone, eins aus der roten Zone und das letzte, das der Schatten aus der blauen Zone. Grün, blau, pink. Das sind die 3 Artefakte, die man hier halt holen kann. Und ja, wir haben sie jetzt alle und wir werden sie auch alle wieder einsetzen.
Ich würde allerdings sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Asa. Bis dann, ciao, ciao.